Okay. Ja, weil ich möchte jetzt einfach Jesus die Ehre geben, weil er hat mir was ins Herz gegeben, das möchte ich unbedingt weitersagen. Ja, Jesus, dir die Ehre und danke, dass du zu uns sprichst, danke, dass du mir die Worte gibst und deine Ehre soll scheinen. Ich lade dich auch ein, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du Freiheit hier bringst. Gib mir auch die Freiheit. Es ist sicherlich anders, als du es kennst aus deiner Kirche, aus deiner Gemeinde. Aber lass es einfach mal so auf dich wirken. Lass Gott zu dir sprechen. Mach dich einfach auf und schau jetzt nicht und denk, huch, was ist das hier denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Sondern es ist einfach deine Zeit mit Jesus, wo du wirklich den lebendigen Jesus kennenlernst. Und ich soll euch sagen, ja, dass Jesus der Allmächtige ist. Egal, was passiert auf der Erde, egal, was kommt und egal, wie stürmisch es in deinem Leben jetzt gerade ist, Jesus sagt zu uns, ich bin der Allmächtige. Ich bin der Allmächtige. Und ich glaube, wir haben viel zu sehr den Blick immer auf die Probleme, auf das Schlimme, was passiert in der Welt. Wir, die wir schon sehr lange bei Jesus sind, ich spreche jetzt zu Christen, die sehr lange bei Jesus sind, haben den Blick oft auf den, wir nennen das den Feind oder den Teufel, davon hast du vielleicht auch schon was gehört. Und wir legen den Schwerpunkt dann darauf und fangen an zu kämpfen, einen Kampf, den wir gar nicht kämpfen brauchen. Wir machen uns Gedanken, die wir gar nicht machen brauchen, weil Jesus ist einfach der Allmächtige. Jesus ist so groß und Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herrscher und Jesus ist hier. Jesus ist jetzt hier, weil Jesus sagt, wo zwei, drei zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Aber wenn du alleine nach Hause gehst, dann bist du auch nicht alleine, weil Jesus ist hier, Jesus gehört die Erde und Jesus ist der Herr des Universums. Und ich möchte euch einen Bibelvers weitergeben, der steht im Kolosser, Kapitel 1, Vers 15 bis 17. Da geht es um Jesu Größe und Werk. Ich will dir einfach sagen, wie groß Jesus ist, dass du das niemals vergisst. Egal, was passiert auf der Welt, egal, was passiert in unseren Städten, egal, was ist in deinem Leben, ich will dir sagen, dass Jesus der Allmächtige ist und dass er das in der Hand hat. Manchmal fangen wir an, uns zu fürchten, dann haben wir Angst und sagen, ja, was soll ich denn machen? Oder dann fangen wir an, dagegen zu beten und gegen den Feind. Aber ich will euch sagen, Jesus ist der Allmächtige. Jesus hat das gemacht und dass es heute ganz tief reinfällt, dass in ihm alles ist. Und über Jesus steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also Jesus ist der Herr für das Unsichtbare und das Sichtbare, für die Throne und Herrschaften hier und für die Gewalten und Mächte. Ich hoffe, es fällt tief rein, dass du dich nicht fürchten musst, dass du, wenn du Jesus kennst, einfach bei dem Allmächtigen bist, durch den alles geschaffen ist und der schon vorher da war. Egal was ist, egal ob es ja, Probleme gibt, egal was passiert, Jesus ist der Allmächtige. Und ich glaube, wir vergessen das einfach ganz oft. Wir fürchten uns und wir haben Angst und wir meinen, wir werden angegriffen. Ja, das kann schon sein. Es gibt diese unsichtbare Welt. Die Bibel spricht davon, wir sehen Jesus nicht, aber es gibt ein Königreich gibt es im Unsichtbaren. Und das, da wohnt der Allmächtige. Und natürlich gibt es da auch alle Kreatur. Da gibt es Engel, die zu Jesus gehören und Engel, die nicht zu Jesus gehören. Die
Bibel spricht von gefallenen Engeln. Und Heiliger Geist, ich lade dich nochmal ein, dass du Offenbarung bringst, auch dass hier niemand überfordert ist, dass du das an die richtige Stelle bringst, dass du die Ohren öffnest und die Augen öffnest. Herr Jesus, für dein Wort, dass dein Wort hineinfällt. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, er ist der Allmächtige, alles ist durch ihn geschaffen. Und im Kolosser 2, Vers 10 steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also wir, die wir Jesus annehmen, wenn wir Jesus folgen, sind in Jesus zur Fülle gebracht. Jesus ist in uns. Und wenn Jesus in uns ist und von Jesus, also Jesus alles untertan ist, jede Gewalt, jedes Haupt ist Jesus untertan, ja, was soll uns dann fürchten? Was soll uns fürchten, wenn du in einer schwierigen Situation bist, auch in deinem Leben? Du brauchst dich nicht fürchten. Gott hat alles in seiner Hand. Jesus ist der Allmächtige. Es gibt keinen, der mächtiger ist als er ist. Keinen, der leibhaftiger ist als er. Keiner, der lebt. Keinen, durch den alles erschaffen wurde. Keiner, der schon am Anfang war, als noch nichts war. Keiner, der dich so gut kennt wie Jesus. Keiner, der alles gegeben hat für dich, der sein Leben für dich gegeben hat, der auf dich wartet, der Sehnsucht hat. Dann, wenn du Jesus folgst, die wir Jesus folgen. Wir sind bei dem Allmächtigen und uns kann nichts mehr passieren, wenn alles wankt in der Welt. Dann stehen wir. Und weißt du warum? Weil Jesus sagt, ich bin dein Fels, ich bin der Fels. Und wenn du auf Jesus stehst, wird dein Leben nicht mehr wanken. Du hast noch Probleme. Ich habe auch noch meine Probleme. Aber ich habe Jesus. Und er ist der Allmächtige und ich brauche mich nicht fürchten vor Anfeindung. Und ich möchte euch eine Sache noch weitergeben und ich glaube, dann gehen wir in den Lobpreis, dass das, ich lese das beides vor. Es sind Stellen aus der Bibel, die habe ich mir hier rauskopiert. Wir lesen hier immer in der Bibel, in Gottes Wort. Ich mache es hier größer, weil ich das einfach besser lesen kann auf dem Zettel. Das steht im Epheser 1, Vers 20 bis 22. Da steht über Jesus geschrieben, dass er zu Rechten sitzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen, also Gott Vater. Alles ist Jesus untertan. Und wenn Jesus kommt, werden alle ihn erkennen, jedes Knie wird sich beugen vor Jesus. Jeder wird Jesus erkennen und je eher du weißt, dass Jesus da ist, dass er lebt und du in seiner Gefolgschaft gehörst und ihm folgst, dann gehörst du zu dem Allmächtigen. Dann gehörst du zu dem Allmächtigen. Und im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 22, steht, der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Und wir haben ja gerade gelesen, dass alles durch Jesus erschaffen ist, dass er alles gemacht hat. Er hat alle Engel geschaffen, alle Engel Gottes, und ich rede jetzt zu Christen, die schon lange Jesus folgen, und alle gefangenen Engel. Warum kämpfen wir so oft gegen etwas, wo Jesus sagt, er ist der Allmächtige, wo Jesus sagt, es ist alles unter seinen Füßen, wo er die Gewalt und die Macht über alle Dinge hat, wo er sagt, ich bin der Allmächtige. Ich hoffe, dass das rein sagt und ich glaube, dass das wichtig ist, weil das Königreich Jesu breitet sich aus. Die Christen werden nicht weniger, sondern sie werden mehr. Und wir sehen das und wir werden das auch heute Abend sehen. Einfach, du wirst sehen, dass Jesus Königreich hier ist. Wenn du bereit bist, für dich beten zu lassen, Jesus ist hier, Jesus lebt, Jesus heilt auch heute noch. Es ist alles Jesus-Angelegenheit, es ist alles Jesus-Ehre, die wir hier weitergeben. Es ist alles Jesus-Macht. Jesus ist ein wahrhaft lebendiger König und der allmächtige Gott, dem alles unterworfen ist. Amen. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in die Herrlichkeit, in die Gegenwart
Jesu. Und ich möchte, dass du einfach dich aufmachst, also innerlich so, dass du dein Herz öffnest. Und wenn du Jesus noch nicht so kennst, dann kannst du, weißt du, Jesus hat Sehnsucht nach ehrlichen Leuten. Wir machen hier keine, es ist sicherlich ungewöhnlich.